So, liebe Freunde, in dieser Folge werden wir uns mal beschäftigen mit dem Unwichtigsten an unserem ganzen Robotikprojekt, und zwar mit der Audioschaltung. Das ist ja nur eigentlich für ein Hobby nicht ganz so wichtig. Ja. Da sind ja mehr die Sensoren und Aktoren irgendwo interessant und die ganze Software. Aber ich hatte ja schon in der Anfangsphase gezeigt, dass ich hier zwei Lautsprecher integriert habe in das Gehäuse. Das sind also alte Boxen von einem kaputten Notebook. Und dass ich die gerne verwenden würde, um irgendwelche Signaltöne auszugeben oder auch irgendwelche Sensordaten, jetzt hätte ich fast gesagt, akustisch zu visualisieren, was natürlich totaler Quark ist, ja, akustisch irgendwo anzuzeigen, also zum Beispiel den Abstand eines Objektes vor dem Ping-Sensor oder so. Da experimentiere ich gerne, und da ist so eine akustische Ausgabe vielleicht ganz interessant, weil wir haben ja keinerlei Display oder sowas dran. Ja. Jo, nichtsdestotrotz ist es natürlich die unwichtigste Baugruppe hier an dem ganzen, Mini-Roboter. Ja, ich habe am Anfang auch angedeutet, dass ich für die Soundausgabe, für den kleinen Verstärker, den wir dann brauchen, den Philips Schaltkreis TDR 7050 verwenden möchte. Das ist also ein sehr, sehr minimalistischer 8-Pinner, ja, und hat den Vorteil, dass er so gut wie kaum Außenbeschaltung benötigt, ja, und auch von einer Betriebsspannung keine negative Betriebsspannung braucht und auch nur eine Spannung zwischen 1,6 bis glaube ich, 6 Volt oder sowas funktioniert, ja. Also das ist natürlich, passt genau in unser Projekt hier rein. Ich hatte das Problem allerdings nur, und das hatte ich auch angedeutet, dass ich den schon mal verwendet hatte. Ja, und zwar bei unserem Hive-Projekt. Wer es nicht kennt, das Hive-Projekt ist so ein Einplatinen-Computer. Gibt es auch ein Tutorial von mir. Das ist so ein retro-ähnlicher, Retro-Style-Computer, den man selbst zusammenlöten kann, basiert auf 3 Mikrocontrollern von Parallax, die wir ja auch verwenden hier in unserem Hobby. Ja, das sind ja Multicore-Mikrocontroller, verwendet 0 SMD-Bauteile, man kann das also ganz locker auf dem Küchentisch mit Zwitzange und einem Lötkolben zusammenzimmern und ist doch sehr leistungsfähig, macht alles in Software, selbst die Bildausgabe und die Soundausgabe und ähnliches. Einfach mal meine Tutorials angucken. Und auf der ersten Bordrevision hatten wir damals diesen TDA-Chip verwendet. Ja. War ein Fehler gewesen von mir, aus zweierlei Gründen. Erstens hatte ich die Schaltung für den TDA 7050 von einer anderen Experimentierplatine übernommen. Und war davon ausgegangen, dass diese Schaltung so funktioniert. Ja, hätte ich mich nicht darauf verlassen sollen, hätte ich vorher testen sollen. Sie hat nämlich nicht funktioniert. Es hatte also prinzipiell schon so ein bisschen, aber es waren unheimlich bösartige Störgeräusche zu hören. Ja, also das war ein Fiepen und Zischeln und so gerade in den Pausen, wenn keine Musik denn da war oder... Ja, wenn man bei der Musik abspielen mal Pausentaste gedrückt hat einfach und dann still war, dann war das einfach, es war ganz schlimm. Ich habe das damals die Vermutung gehabt, dass das irgendwelche Schwingungsneigungen sind, und wir werden sehen, das hat sich dann auch bewahrheitet jetzt bei meinen Experimenten. Zur damaligen Zeit haben wir dann einfach bei der nächsten Bordrevision den TDA 7050 weggelassen. Einfach aus folgendem Grund, weil wir bei diesem Hive-Board, bei diesem Hive-Computer eigentlich nie an unserer Klinkenbuchse direkt Lautsprecher anschließen. Ja, das war also auch von der Seite, vom Konzept her, da irgendwie ein Denkfehler. Es reicht dort eigentlich bei so einem kleinen Retro-Computer in Laienausgang mit einer Audiospannung unter 1 Volt dann irgendwo aus. Ja. Und das liefert ja der Propeller-Chip selber schon mit dieser PWM-Schaltung.
ja, die aus dem PWM-Signal ein Analog-Signal macht. Deswegen ist der damals runtergeflogen. Ich habe hier mal noch so ein altes Board. Ja, das ist so diese erste Board-Revision. Dort sieht man hier oben, ich weiß nicht, ob man sieht, noch den Sockel für den TDA 7050. Hier ist er gezogen und einfach zwei Brücken reingesteckt. Und damit war er auch im Prinzip raus. Aber ja, er war hier noch vorhanden. Ja, ich habe dann mir hier ein bisschen mehr Zeit genommen, habe diese Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut und mir mit dem Demo-Board die Signale eingeschliffen und hatte dort eigentlich noch schlimmere Störgeräusche. Sicherlich auch durch diese Art und Weise, wie man das auf so einem Steckbrett aufbaut, durch diese, diese langen, ungeschirmten Kabel irgendwo. Prinzipiell hat er funktioniert, aber eben in den leisen Passagen oder wenn man Pause gemacht hat, hatte man dann extreme Störgeräusche, aber auch nicht immer, war nicht reproduzierbar. Deutliches Zeichen eigentlich in meinen Augen dann immer für irgendwelche höherfrequenten Schwingungen, die dort auftreten. Man konnte nämlich diese Störgeräusche auch, wenn man mit der Hand in die Nähe von bestimmten Kabeln kam, dann modulieren. Ja, also indem man mit seinem Körper dann die Kapazitäten verändert hat, konnte man es modulieren. Das war dann ziemlich eindeutig, dass es sich da um Schwingungen handelt. Und ich habe dann eigentlich nur Folgendes gemacht, um das zu verhindern. Ich habe bei diesem Verstärker am Eingangsbereich Kondensatoren beschaltet, um die hochfrequenten Anteile einfach wegzufiltern, ja, und damit die Schwingungsneigung zu stoppen. Ja, wir können uns die Schaltung mal kurz anschauen. So, hier mal die Schaltung. Ja, es ist, wie gesagt, es ist eine ganz minimalistische Geschichte. Wir haben hier im Eingangsbereich unsere RC-Kombination, um aus dem PWM-Signal ein Analogsignal zu machen. Ein Elektrolytkondensator nochmal, um den Gleichspannungsanteil abzutrennen. Ein paar Widerstände noch, um die Lautstärke eventuell nochmal einzustellen. Und hier zwischen dem positiven und negativen Eingang von dem Verstärker, und der Chip hat jetzt zwei solche Verstärker drin, ja, dann ein Kondensator. Ich habe hier 10 Nanofarad genommen. Wahrscheinlich geht auch in Nanofarad. Ich hatte einfach die 10 Nanofarad in der Kiste, gerade daneben. Und habe auch keinerlei Beeinflussung gehört bezüglich der Tonhöhe. Ja. So, am Ausgang dann fast blank über einen Widerstand und einen Kondensator den Lautsprecher angeschlossen. Die 12 Ohm habe ich genommen, weil ich natürlich nicht diese enorme Lautstärke dann benötigt habe von diesen kleinen Boxen, die wir hier im Gehäuse drin haben. Ja. Das kann mit anderen Lautsprechern dann auch anders aussehen. Ja. So, und das Ganze sieht dann als Modul so aus. Ja. Ursprünglich wollte ich es ja in der Gehäuseoberseite in die Locher auf diese Streifenleiterplatine bringen, habe dann aber festgestellt, das ist also so eine spezielle Laborplatine, die ich dort verwendet habe, dass das nicht so günstig ist an der Stelle. Und zwar ist diese Platine, die ich verwendet habe für die Steuerung, ist eine sogenannte Prozessorkarte, die also ein spezielles Muster beinhaltet, um höherpolige digitale Schaltkreise in irgendeiner Weise miteinander zu verbinden. Ja? Und für solche Sachen wie wir diese Audioschaltung lohnt sich oder bietet sich eigentlich viel besser eigentlich eine richtige reine Lochasterplatine. Deswegen habe ich das ausgelagert auf so ein kleines Platinchen, wie wir das hier sehen. Ah, gucken wir mal, ob wir hier das Licht ein bisschen ranholen. Ja, das ist also eine blanke Lochasterplatine und da kriegt man das Ganze, die ganze Schaltung natürlich auch sehr, sehr kompakt dann unter. Ja, und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und da ein bisschen geschickt ist, kann man das mit sehr wenigen Verbindungen auch dann realisieren, also einfach über entsprechende Brücken an der Unterseite. Ja, wir haben hier dann entsprechend verschiedene Eingänge und Ausgänge. Das ist einmal ein bisschen kodiert hier auf so einem Pin-Header die Spannungsversorgung, dass man den nicht irgendwie falsch stecken kann. Hier kommen die Boxen ran und hier kommt das Eingangssignal. Ja, das ist gleich so ein
ein vierpoliger Steckverbinder, weil ich als Kabel verwendet habe aus der alten PC-Technik, wer das kennt, diese alten Audiokabel, die man vom CD-ROM zur Soundkarte gezogen hat. Sowas habe ich noch viel in meiner Bastelkiste rumliegen. Die sind ja geschirmt und die habe ich dann hier gleich verwendet. Ja, weil ich ja einmal mit dem PWM-Signal quer durch den Robby muss zu meiner Prozessorplatine. Ja. So, und das Ganze, hier sind noch die beiden Einstellregler, wo man die Lautstärke einstellen kann und mehr ist nicht. Ja, läuft mit, ich glaube, ich habe es hier mit 5 Volt betrieben in dem Fall, ja, mit der 5 Volt Schiene. Ich habe hier drei Spannungsschienen in dem Robby. Das ist einmal die blanke Akku-Rohspannung 7,2 Volt, schwankt ja so ein bisschen, kann auch mal so um die 8 Volt sein, wenn er frisch geladen ist oder auch unter 7,2 Volt. Dann habe ich eine 5 Volt Schiene und eine 3,3 Volt Schiene. Für diesen Audio-Teil dann natürlich die 5 Volt Schiene die bessere Wahl. Ne? Ich stöpsel es mal rein und dann hören wir es uns mal an. Ja, ist jetzt bloß ein kleines Sound-Demo mit der Sidcock, aber damit auch mal bewiesen ist, dass es funktioniert. So, testen wir mal unseren Freund. Ich habe dafür ein altes Testprogramm verwendet, was wir auch schon von dem Hive-Computer kennen, was einfach mit der Sidcock und so einem Minimal-Tracker, Soundtracker in Spin dort ein bisschen Sound erzeugt, ja. Man sieht hier schon, unser Hive ist an, das Heartbeat blibbert langsam vor sich hin. Ja. Ich schiebe einfach mal das Programm rüber mit F10 und dann hören wir uns das Ganze mal an. Und siehe da, es funktioniert. Ja. Wir können mal reinschauen, wie das alles so angeordnet ist. Ja. Ja. Wir sehen, die Platine haben wir hier im unteren Bereich noch angeordnet hinter den Lautsprechern, weil woanders ist auch gar kein Platz mehr mit der Zeit. Ja, also langsam füllt es sich hier mit unserem Hobby. Ja, wie man sieht, es funktioniert. Mission erfolgreich.